Moin Leute, Herbert hier und ein herzliches Willkommen bei einem weiteren Video. Heute das nächste Spiel. Closing Simulator. Closing Store Simulator. Los geht's. Fixit hat mich gebrochen, wirklich. Ich möchte doch einfach nur ein Tutorial haben. Bitte. Sie machen den ersten Schritt auf Ihrer Reise vom kleinen Laden zum wichtigsten Modezentrum in der Stadt. Der Stadt, nicht in der. Kaufen Sie ein paar Produkte, füllen Sie die Gänge und beginnen Sie mit dem Verkauf. Ihre Verkaufspreise müssen ausgewogen sein. Kümmern Sie sich um Ihre Kunden. Steigern Sie den Umsatz, verbessern Sie Ihr Geschäft. Gehen Sie nicht bankrott. Arbeiten Sie hart und haben Sie viel Spaß. Gute Kombination, hart arbeiten und Spaß haben. Okay. Gehen Sie an den Computer und bestellen Sie Ihr erstes Produkt. Es läuft voll smooth. Ich habe aber keine Laufanimation. Also Animation schon, aber ich höre nichts. Sehr stumm das Spiel. Huch. Okay. So, wir... Keine Lautsprecher. Aha. Hat das Radio oder was? Ah, okay. Gut. Großhändler. Was nehmen wir? Nehmen wir... Ah, okay, wir haben doch Ton. Nehmen wir einmal das da. In den Warenkorb. Wie viel Geld haben wir denn? Okay, wir bleiben mal beim Kleid, ne? So, habe ich. Warenkorb, kaufen. Ihre Bestellung ist angekommen. Holen Sie sie ab. Den Sound kennen wir doch. Okay. Aber den Preis festlegen. Nimm das Kleid, tragen. Ah, am Computer. Preis festlegen, am Computer. Wie mache ich das denn wieder kleiner? Hallo? Das ist das Lernprogramm. Vorrat? Vorrat? Empfohlener Marktpreis 50. Genehmigen. Haben wir? Eröffnen Sie Ihren Shop. Okay. Haben wir? Sehr gut, das Ding ist weg. Dann können wir ganz kurz hier drauf gehen, dass das weg ist. So. Und hier ist die Kasse, ne? Okay. Guten Tag. Möchten Sie unser wunderschönes Kleid kaufen? Es ist wunderschön. Es kostet nur 50... Es gibt keinen Stand im Laden? Hi. $100 bitte. 100 Dollar bitte. Jetzt wissen Sie, was zu tun ist. Es erwarten spannende Abenteuer. Wenigstens muss ich nicht auch noch okay, gut. Gucken wir natürlich, dass wir mehrere Produkte da haben, oder? So, ich glaube, unsere Bestellung ist gerade angekommen. Gucken wir mal. So, dann hauen wir hier neben noch einen Ständer hin. Zack. Sehr gut. Oh. Hoppla, würde ich sagen. So, Box öffnen. Noch ein Ständer. Sehr gut. Es wird relativ schnell hier passieren, dass wir Millionär werden. Hau rein. Schönen Tag noch. Und was ist das? Ach, das war unsere Umkleidekabine. Die kommt hier hinten in die Ecke. So, ich glaube, das ist das Kleid von eben. Genau, sehr gut. Cool, dass man die so in die Hand packen kann. Zack, 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 zack. Sehr gut. Und am PC die Preise festlegen. Vorrat. Zack. Genehmigen.
Genehmigen. Genehmigen. Sehr gut. Jetzt haben wir schon mal drei Produkte, ne? Also es werden mehr Produkte. Das ist schon mal wichtig. Was ist das? Ah, das sind die Fußstapfen für die Warteschlange wahrscheinlich. Nein, 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 nein. So. Jetzt haben wir ja schon mal drei Produkte. Heißt, deutlich höheren Umsatz, hoffe ich. Huch. Guck, ich habe mich schon gefreut, mehr Umsatz gemacht. Die erste Kundin geht sich ja umziehen, sehr gut. Was gibt's noch? Möbel. Haben wir. Brauchen wir nicht. Marken können wir noch nicht. Spezielles Design können wir auch noch nicht. Okay. Wo ist denn der Vorratmitarbeiter? Was kann er? Kassierer. Stufe 15. Ah, Abstufe für Arbeitsuniform. Abstufe 15. Okay. Gut. Zahlungen, Miete haben wir aktuell nicht. Sehr gut. Filialleiter, das sind wir. Shopbereich, Lagerbereich, Schild. Kann ich den Text ändern? Achso. So. Passt. Enid. Store. So. Sehr gut. Geil. Das Kassieren macht irgendwie in den Spielen immer am meisten Bock. Ist einfach so. Nächsten Tag beginnen. Neues Gleichgewicht. 724. Beginnen Sie einen neuen Tag. Okay. Haben wir gemacht. Gut. Ja, wir müssen ja irgendwie dafür sorgen, dass wir mehr Klamotten haben, oder? So. In ein Geschäft machen. Stufe 2. Ah, wir müssen Stufe 2, dann gibt es neue T-Shirts und so. Okay. Und Stufe 2 gibt es dann auch das Regal. Ah. So, ja klar. Open. So. Open. So. Sehr gut. Moin. Bitteschön. Huch. Entschuldigung, ich habe mich wieder gefreut. Das passiert mir manchmal. So, wir müssen ja gucken, dass der Shop irgendwie... Also irgendwie, ne? Richtig gut läuft. Also müssen wir gucken, dass es irgendwie überall alles gibt. Irgendwie, ne? Das ist okay so. Oder? So ist okay. So, jetzt können wir beim Großhändler neue Möbel kaufen, nämlich das hier. Den nehmen wir zweimal. Und einmal die neuen Marken, ne? Dann können wir direkt aufbauen. So. Stellen. Eins hier. Ich bin direkt bei Ihnen. Kurzen Moment. Halt. Mein Gott. So, und daneben direkt auch noch einer. Ja, genau. Weil es mir doch nicht gefiel, habe ich es direkt nochmal eingepackt, habe es dann aber doch wieder ausgepackt. Weil es mir dann doch irgendwie gefiel, ne? So. So, beim Großhändler kriegen wir dann die neuen Produkte. Eins, zwei, drei. Na gut, müssen wir ein bisschen Geld sparen. Und wir haben Geld gespart. So. Zahlungen. Mal ein bisschen Miete. Wir können uns trotzdem die neuen Klamotten kaufen. Sehr gut. Wir sind komplett leer gekauft, Leute. Nice.
Huch. So, das sind neue Hoodies oder sowas. So, das war dumm. Denke ich, dass wir die da reingehangen haben. Und Hosen. Hosen werden wahrscheinlich hier hingelegt, ne? Nicht? Okay, die werden einfach so aufgehangen. Finde ich gut. Ist eigentlich okay so. So, achso, ja, wir müssen auf den Vorrat gehen und dann die Preise genehmigen. So. Steht da, was heißt Aktie? Aktie 1, Aktie 8? Ist das unser Bestand? Wahrscheinlich, ne? Tja. Dann ist das eben so. Kannst ja nicht ändern. Warum leuchtet der so? Ist da jetzt was Besonderes? Ich kann das Produkt nicht finden. Ja, tut mir ja leid. Ich brauche noch ein bisschen Kohle. Wie viel brauche ich? Nenn ich Vorrat. Großhandel. 500. Nee, ich will den Tag jetzt nicht beenden. Ich habe noch einen Kunden. Die sind ja lustig. Beenden Sie doch den Tag. Genau. Und ich schmeiß den Kunden einfach raus, der mir jetzt Geld da lässt. So. So. Kommt auch schon mal eine Bestellung. Sehr gut. Da. Super. Haben wir. Haben wir das Kleid. Haben wir. Und der Rock haben wir auch. Nice. Sehr gut. Also das läuft stressfreier, würde ich sagen. Tägliche Verbesserung 108. Sehr gut. Minus 33 Dollar. Nice. Den Tag mit dem fetten Minus starten. Ich weiß gar nicht. Platzierungsmodus. Okay. Interessant. 5 Tage verbleibend. Sehr gut. Großhandel, Marken, Möbel. Ah, Puppen gibt es dann später auch noch. Okay. Gibt jede Menge, ne? Gibt's hier noch? Sonst habe ich alles, ne? Oh, ne, habe ich nicht. Habe ich nicht? Gibt's doch gar nicht. Hi! Okay, wir müssen die Laufwege ändern. So. Das ist zu weit sonst, sorry. Also... Müssen Sie verstehen. Sie dürfen sich nicht umziehen. Hat sie gesagt, die Umkleidekabine ist voll? Meinst du das ernst? Also. Die ist mehr als leer. Es gibt keinen Stand im Laden? Was für ein Stand? Ich weiß nicht, was die meinen. Komisch. Weiß nicht. Kommt mir komisch vor. Alles aushängen, was es gibt, ne?
sehr platzverschwenderisch. Für so einen riesen Laden, nur die Ecke da, finde ich nice, finde ich gut. Stufe 3, nice. Das heißt, wir können jetzt Puppen. Und Shelves. Und Stand. Stand und Shelf. Stand, Shelf, Puppe. Kaufen wir. Wofür auch immer. So, hier hauen wir die Sonderangebote drauf. Bam. So. Nehmen wir einmal hier zack. Die Jeans. Zack. Nice. Cooler Typ. So. Ich glaube, jetzt kann man die Sachen... Ah. Tatsächlich geht das. Okay, das ist wie ein Wühltisch, würde ich sagen, ne? Das ist eigentlich ganz nice. Das heißt, wir können die Sachen jetzt wühltischartig. Sehr gut. Komm schon. Hätte ja klappen können. So, für die Damenwelt, ne? Ah, es geht nicht. Okay. Aber wir haben ja noch eins. Hier. Ne? Ist das dafür da? Das Puppen da draufsteht. Huch. Sorry, Bro. Okay. Ein bisschen buggy sind wir unterwegs. Herrlich, Leute. Ich versuche den jetzt da rein zu quetschen. Ohne, dass die Arschbacken rausgucken. Okay, ist mir jetzt egal. Schauen wir weiter. Möbel haben wir jetzt, die verschiedenen Sachen da. Stufe 3 haben wir ja noch nicht, sehr gut. Großhandelprodukte brauchen wir jetzt. Neue Kleider. Und dieser Pullover hier, unbedingt. Ah, okay. Oder auch nicht unbedingt. So. Weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Ob mir das Spiel gefällt oder nicht. Bin ich mir aktuell recht unsicher. Jetzt kommt ja der Gag. Jetzt stehe ich hier und habe das Problem, mir fehlen zwei Sachen. Ich habe einfach kein Geld. Ne? Ich habe kein Geld. Der Kreislauf, Leute. Er beginnt. Das triggert mich mit dieser verdammten Hose so, ne? Ah! Ha! Er hat sie wieder an. Boah. Herrgott im Himmel. Haben wir nochmal Glück gehabt. Das Outfit sieht aber cool aus. Ist okay. Die Hose ist ein bisschen kaputt. Ich denke, das, was die anhaben, das kaufen die dann auch. Eher, ne? Zack. Oberteil, Hose, einstecken. Zack, zack.
Zack. Und Moneymaker hier. Zack. Nice. Schönen Tag noch. Müssen wir mal gucken, dass wir gleich 350 zusammen haben, damit wir die fehlenden Teile, 354 wegen Versand und so, ne? Dann müssen wir die Teile zusammen haben, weil sonst verlieren wir wieder Kunden. So, Großhandel bestellen bitte. Ja, kaufen. Nice. Komm, her damit. Bin direkt bei Ihnen. Kurz Moment. Das ist das da. Das ist richtig teuer, das Kleid, ne? Also es lohnt sich ja auch da zu haben. Jetzt, wo die Umkleide funktioniert. Oder scheinbar funktioniert. Kommt einfach niemand mehr, ne? Um sich umzukleiden, das meine ich. So, die letzte Hose ist weg. Das heißt, wir brauchen gleich unbedingt eine Hose. So, Hosen brauchen wir. Davon haben wir noch 10, 5. Ja, 5 sind auch nicht mehr so viele. 7 haben wir noch. 354. Was ist nicht verfügbar? Es ist alles da. Außer die Hose. Wo ist die Kundin hin? Sie hat sich geportet. Ja, schon wieder kein Ton. Manchmal sehr kurios das Ganze. Naja. So, diesen wunderschönen Pullover nachfüllen. Sehr gut. Moment bitte. Ich fülle kurz die Hosen nach, bevor der Nächste reinkommt und schreit, wir haben keine Hosen. So. Da sind wir doch. Schönen Tag noch. Tschüss. Mach's gut. Hau rein. Das Gefühl, dass die Kleider hier besser laufen, ne? Also auf den Ständern laufen die Sachen viel besser als hier. Oder meine ich das nur? Ja, könnte auch nur eine Vermutung sein. Bin mir nicht sicher. Na, egal. Kasching. Und wieder. Kasching. Sehr gut. Kasching ist gut. Kasching ist Geld. Ne? 4 Tage haben wir für die Rechnung. Die Rechnung ist aber auch nicht besonders hoch. Und wie immer, ne? Wenn ihr mehr sehen wollt von dem Gameplay, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir schauen uns das Spiel auch gerne länger an. Ich finde es gar nicht schlecht. Ne? Es ist entspannter als Fixit. Fixit hat mir meinen allerletzten Nerv geklaut. Das ist unfassbar. Ich weiß nicht, wie ein Spiel so, naja, grausam sein kann zu einem. Ne? So, einen Tag machen wir noch. The last day today. Ja, direkt öffnen. Wir brauchen Kohle. Ne? Ohne Moos nichts los. Nimm das Kleid, tragen. Achso, dann nimmt man aber den ganzen Block, ne? Ist ja logisch. Kommen Sie ran, können Sie rausgucken. Im Passt-Enit-Store. Ja. Herzlich willkommen im Passt-Enit-Store. Schauen Sie sich gerne um. Shopping Office? Box, Box, Box. Oh, sorry. Hier und da kein Sound beim Verkauf. Box, Box, Box. Guten Tag. Hallo? Hallo? Sind Sie der einzige Shop-Betreiber, ne? Dauert 2 Tage. Werbung. Ab Level 10, sehr gut. Boah, dann kriegt man, glaube ich, richtig viele Kunden. Man darf nicht zu schnell kassieren. Wenn man zu schnell kassiert, dann hat man den Salat. Dann lüftet nicht. So, wie sieht's aus? Ja, Vorrat ist gut. Noch läuft alles hier nach Buddha. Huch. Pff.
Von da nimmt sich keiner was weg. Verstehe ich das nicht? Oder gilt das als Lagerfläche? Nein, gilt's nicht. Es nimmt sich jemand was weg. Okay, gut. Dann weiß ich nicht. Ist eigentlich auch egal. Hauptsache, es wird gekauft. Zack, gerade frisch aufgehangen, habt ihr gesehen? Zack, was in ihrer Tasche. Sehr gut. Jetzt läuft der Shop. Jetzt läuft er. Jetzt können wir gucken. Marken. Ne, ab Stufe 5. Okay. Können wir hier einmal durchkaufen. Dass alles einmal da ist, ne? Dass wir hier keinen Kunden haben, der nichts findet. Und dass wir halt rechtzeitig nachfüllen. Bin gleich bei Ihnen. Bitte warten Sie. Das ist so unser Lager, glaube ich. Die Ecke da. Gibt bestimmt auch irgendwann Lagerbereich oder Lagermitarbeiter oder so. Ganz sicher. So. Nice wäre, wenn die von da jetzt auch kaufen. Dass man nicht nachfüllen muss. Komisch, dass ich die Kiste nicht anheben kann. Oder ist das so gewollt, dass man die nicht anheben kann? Bin mir nicht sicher. Vielleicht bin ich auch zu blöd dafür, sie anzuheben. Ich möchte nichts außer Frage stellen. Ne? Ja, wir haben wieder richtig Asche gemacht. Wir haben gut aufgefüllt und trotzdem haben wir Asche. So, einmal die Hose nachfüllen. Sehr gut. Dann haben wir noch das Oberteil. Den Rock können wir auffüllen. Vielleicht auch hier. Ach, der Rock ist gar nicht hierbei. Ne? Nee. Hat sich schon wieder erledigt, seht ihr? So schnell geht's. Okay, ich stelle ihn einfach dahin. Okay, höher geht das nicht. Das ist auch gut so, dass das nicht höher geht, weil sonst wird's komisch. So. Okay. Das Kleid haben wir auch nochmal hier. Egal, wo es hängt, es läuft gut. Das ist gut, eigentlich. So. Okay, dann würde ich sagen, wie gesagt, wenn ihr mehr sehen wollt, Leute, schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst einen Daumen hoch da. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut und Tschüssikowski. Ciao, ciao.